Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute sehen wir uns mal die GameStop-Aktie an und was ist heute passiert, warum ist etwas passiert, warum ist der Kurs so, wie er jetzt gerade ist und vor allem auch die Frage, wie geht es weiter? Und dazu rufe ich einmal den Aktienchart an. Ja, was konnte man heute sehen? Die Börse ist noch geöffnet und die Aktie ist aktuell bei einem Plus von 9,43% und bewegt sich bei 98 Dollar. Und man konnte ja sehr schön heute an dem Chart sehen, wie die Aktie, wie gesagt, bis jetzt 9,43% gestiegen ist. Und das zeigt meines Erachtens einfach, dass immer noch viele Anleger dahinter stehen, hinter der Idee, die hinter Wall Street Bets steckt und. Und das freut mich einfach. Das freut mich wirklich, dass der Zusammenhalt immer noch vorhanden ist. Und ich möchte jetzt einmal auf die Ursache gehen, warum einige Aktien, die jetzt gerade sehr stark in der Presse aufgetreten sind, ob es jetzt Nokia ist, AMC, BlackBerry und so weiter, warum meines Erachtens der Kurs gestern vor allem so massiv eingebrochen ist. Und zwar gibt es da die sogenannte Short-Later-Attacken von Hedgefonds. Und einige werden wahrscheinlich gar nicht wissen, um was es dabei geht, und ich erkläre das jetzt einmal mit meinen eigenen Worten, damit es so für den einen oder anderen verständlich klingt. Und du leihst dir 1000 Aktien und willst, dass der Preis fällt. Du verkaufst also 1000 Aktien für 95 Euro und jemand, der so aussieht wie du, aber eine Brille auf hat, kauft gleichzeitig 1000 Aktien für 95 Euro. Derjenige verkauft diese für 90 Euro und du kaufst sie wieder zurück. Das soll eigentlich nur den Eindruck erwecken, dass es weniger wert ist und dass gegebenenfalls ein paar Stop-Loss abräumen. Also ist das im Prinzip eine Täuschung, kann man eigentlich sagen. Und das meines Erachtens machen gerade die Hedgefonds. Ich habe natürlich keinen Beweis dafür, aber es sieht einfach, der Chart sieht sehr stark danach aus. Und man muss sich mal überlegen, diese Hedgefonds sind ja nicht einfach zwei, drei Leute, die keine Ahnung haben, sondern da steckt richtig was dahinter. Und die haben meines Erachtens jetzt gerade diese Sache durchgeführt oder führen diese Sache durch, um nicht noch mehr Verluste zu generieren. Wenn ich lese, die Melvin und so weiter, einige Hedgefonds, über 20 Milliarden Dollar haben die verloren. Also das ist ja nicht, wenn ich meine 200 Euro verliere, okay, ist halt so ärgerlich, aber ja, ich mach weiter, sondern bei denen geht es ja wirklich um richtig Geld. Und durch diese Short-Later-Attacken können die natürlich einiges beeinflussen, und das machen die natürlich auch nicht mit 10 oder 100 oder mit 1000 Aktien, sondern das machen die im Millionenbereich von Aktien, um einfach den Kurs künstlich nach unten zu treiben. Und das ist Marktmanipulation. Das ist das, was im Prinzip einige den Wall Street Bets vorwerfen, dass die Marktmanipulation betreiben. Aber in Wirklichkeit ist es einfach nur, man unterhält sich in einer Gruppe, welche Aktien in Zukunft ja gut sein könnten, und investiert daraus. Also das ist ja das Gleiche, wenn jetzt zum Beispiel 1 Million Leute meine Videos sehen würden und ich würde sagen, kauft diese oder diese Aktie. Das heißt ja nicht, dass ich Marktmanipulation betreibe, sondern ich vertrete ja nur meine Meinung. Und ich bin ja kein Anlageberater oder Finanzberater, ich habe auch keine Glaskugel vor mir stehen und. Das sage ich ja eigentlich so in jedem Video von mir, dass keiner kann gerade voraussehen, was hier abläuft. Aber wenn man mal überlegt, es wird den Anlegern verboten, Aktien zu kaufen in einer Stückzahl, die man gerne hätte. Aber
den Hedgefonds lässt man einfach alles durchgehen. Und ich denke mal, der ein oder andere hat Insider weiß bestimmt darüber Bescheid, wie viel Aktien gerade hier gehandelt werden. Und von diesen entsprechenden Hedgefonds natürlich. Und wenn der mal auspacken würde, würde ich echt meine 200 € sofort demjenigen geben, der das beweisen kann, dass die das aktuell machen. Und das ist natürlich ein großes Problem, wenn die das durchführen und es gibt einfach nicht genug Anleger wie dich und mich, die nachkaufen können oder natürlich Panik bekommen. Man sieht es ja hier von vorgestern auf gestern, wie der Kurs abgefallen ist und verkaufen. Und das spielt natürlich auch nochmal den Hedgefonds zugute, auch wenn die jetzt Milliarden verloren haben, aber die werden, und da bin ich mir auch hundertprozentig sicher, irgendwelche Möglichkeiten, Absprachen finden, dass sie dieses Geld relativ zeitnah, ich sage jetzt nicht morgen oder nächsten Monat oder in diesem Jahr, aber relativ zeitnah dieses Geld wieder sich irgendwie reinholen. Denn das sind Kapitalisten, Vollblutkapitalisten in meinen Augen. Gut, du und ich, wir wollen auch Geld verdienen, ganz klar, aber das sind natürlich welche, die machen den ganzen Tag nichts anderes und die werden nicht einfach sich darauf beruhen, dass ja, wir haben jetzt 20 Milliarden verloren. Also das wird auf jeden Fall nicht der Fall sein. Und deswegen bin ich persönlich wirklich gespannt, wie die nächsten Monate auch weitergehen. Nicht nur die nächsten Tage, sondern wirklich Monate. Denn die Gruppe Wall Street Bets wird sich das so nicht gefallen lassen, was hier einfach abgeht. Und das ist meines Erachtens auch so. Ich habe jetzt wieder zahlreiche Nachrichten bekommen. Wie wird sich die Aktie verhalten? Warum verhält sie sich so? Und. Erstmal vielen Dank für die Kommentare. Aber ich glaube an GameStop. Und wenn man wirklich sieht, es glauben noch so viele Leute an diesen Wert, oder an dieses Unternehmen oder an den Kurs oder an Wall Street, wie auch immer, es spielt eigentlich auch gar keine Rolle. Aber sie glauben auf jeden Fall dran, zeigt das natürlich auch einen positiven Effekt, dass die Aktie noch nicht total zusammengebrochen ist. Denn viele schreiben oder haben mir geschrieben, einige haben mir geschrieben, ah, da wer da jetzt Geld investiert, der ist dumm und bla bla. Man muss sich mal überlegen, wie hoch die Aktie war. Und es ist eigentlich meines Erachtens nur noch eine Frage der Zeit, bis das wieder so explodieren wird. Und diese Smart Broker oder wie sie auch alle heißen, Robin Hood, die werden das nicht mehr lange durchhalten können mit Handelsbeschränkungen meines Erachtens, denn Robin Hood hat bestimmt noch oder bestimmt gerade sehr zu kämpfen damit, dass Anleger zu anderen Brokern wechseln. Und da haben die sich eigentlich ein Eigentor geschossen, was meines Erachtens absolut richtig ist. Und ich möchte nur mal hier kurz recht zeigen. Man sieht es auch, wenn es jetzt kurzfristig ist, aber wie die Aktie jetzt schon wieder, ich glaube, 2 € oder 3 € hochgegangen ist oder Dollar hochgegangen ist. Also es ist auf jeden Fall sehr große Nachfrage immer noch dabei. Und da freut mich wirklich riesig, dass einfach mal kleine Anleger es schaffen, eine ganze Börse durcheinander zu bringen oder Aktien durcheinander zu bringen. Da bin ich wirklich. Ich bin froh, dass ich da dabei bin, auch wenn ich nur 200 € investiert habe. Aber ich bin froh, ein Teil davon zu sein. Und wer weiß, in 10 Jahren lacht jeder darüber oder erzählt, wer weiß, in 10 Jahren oder 15 Jahren, meine Tochter ist noch sehr klein, erst 2, aber werde ich erzählen hier damals, wenn sie das irgendwie in der Schule mitbekommt oder in irgendeinem Kurs das erzählt bekommt, werde ich sagen, ich war da ein ganz kleiner Teil davon. Und das finde ich einfach der Wahnsinn. Also jeder, der hier dabei ist, ich finde es wirklich cool, was hier gerade gemacht wird. Und ja, also GameStop, wenn mir jetzt jemand schreibt, würdest du hier einsteigen? Ich würde es machen. Ich habe mir aber die Grenze mit 200 € gesetzt, das wisst ihr ja alle. Aber ich würde einsteigen, denn es ist immer noch eine entsprechende Kaufkraft dahinter. Und sobald es diese Handelsbeschränkungen aufhören, wird dieser Kurs wieder durch die Decke gehen. Da bin ich fest von überzeugt.
Und deswegen mache ich einfach mal nicht, achtet jetzt nicht hier auf das Datum, sondern ich glaube, sie wird auf jeden Fall wieder die 400-Dollar-Marke erreichen. Und ich hoffe, ich liege nicht falsch, aber sie wird auf jeden Fall in diesem Bereich hier nach oben schießen. Also wie gesagt, verlasst euch jetzt nicht auf das Datum, aber es ist wirklich, ich bin davon hundertprozentig davon überzeugt. Und spätestens wenn Corona mehr oder weniger vorbei ist, wird es wieder positivere Nachrichten geben und. Also ich glaube daran. Ich glaube ganz, ganz fest daran. Und ich hoffe, ihr auch. Danke fürs Zusehen und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal.